Shalom Aleichem. Heint wollen wir reden wegen einem von den jüdischsten jüdischen Mullers, Yankel Adler. Yankel Adler ist geboren geworden in Lodz in 1895. Stammt von einem Reim. Es ist bewundern, von wann es nimmt sich zu ihm als ein feiner Geschmack, als ein Tiefgefühl für Koloristik, in einer Größe harmonisch geht. Zu seinen 10 Jahren fuhr die Mischbucher rüber in Barmen, Deutschland, zu suchen dort neue Gliegen. Dem jungen Janke hat im Barmen beämmes abgegliegt. Reibt und sich lernen in der dekorativen Schule beim Professor Wittichter, welcher nimmt ihn an in sein Klass. Nach dem Ausbrechen von der Ersten Weltmalchume muss Adler verlassen Deutschland und kehrt sich ihm in Lodz. Ist nicht nur gewähnter Müller, hat lieb gehabt zu theoretisieren und geschrieben jüdische Lieder. Agaf wie euch sein Kumir, Marc Chagall. Was hat gehabt auf Adlers Schaffung eine gewisse Spur? In jenen Jahren ist in Lodz entstanden eine eigenartige Gruppe Künstler, die sich einen Namen gegeben hat, Jungjiddisch. Sie ist bestanden von den Dichters Moshe Brodersohn und Melech Ravitsch, den Mullers Adler, Henech Barczymski, Itzhak Breuner, Dina Matz und andere. Die Gruppe hat repräsentiert alle radikalen Strömungen zwischen den neuen Künstlern. Nach einer Lodger Period kommt ein zweijähriger Überreis in seine Schaffung, weil Adler fuhr darüber in Belgrad, wo nimmt nun die Arbeit in einem königlichen Warstadt wie Gravierer und Stempelmacher. In 1920 geht euch sein Kontrakt und Adler fuhr darüber in Deutschland, in Düsseldorf. Auf jenem Period fällt euch sein Evbli. Die Kolieren von seinen Bildern treten etwas ab, leteuwes die konstruktive Elementen. In der Demmeltecker Mullerei bemüht sich Adler zu schaffen auf große Flachen. In die Unabdrassiker ebt der Antisemitismus auf in Deutschland sein Parzev in der stiegt jede freie Schaffung, befreit von jüdischen Müller. In 1933 muss Adler verlassen Deutschland und durch Paris kehrt sich ihm in Polen. Aber auch dort buschelt die polnische Reaktion. Beteiligt sich in einem Weltkongress von der jüdischen Kultur in 1937 und in 1940, nach dem Ausbruch von der Zweiten Weltmalchume, verschreibt sich in der polnischen Division, die sich organisiert in Frankreich. Macht durch den schweren Gäuerl von einem Soldat, bis demobilisiert sich in London. Dort verbleibt schon bis zum Tod. Es ist selten zu treffen noch so modernen Künstler wie Adler, wegen welchem wir wohl gekonnt sagen, dass seine Malerei ist die reinste Transkription von dem jüdischen Luschen. Dem 28. April 1949 in London ist Yankel Adler gestorben.